herzlich willkommen bei Die Zwergperten. Mein Name ist Laura und ich möchte euch heute das neue Modularsystem von BeSafe vorstellen. Dazu gehören die Basis, die sieht man jetzt hier unten, seht ihr gleich besser. Die Babyschale, die EasyGo Modular und der Easy Modular selber. Das ist der Sitz für die größeren Kinder nach der Babyschale. Babyschale und Easy Modular passen auf die Modular iSize Base. Das heißt, man braucht nur eine ISOFIX-Basis und kann dann beide Sitze darauf verwenden. Ich zeige euch jetzt als erstes mal die Basis und dann danach auch den Easy Modular. Und in einem getrennten Video könnt ihr dann die Babyschale sehen. Die Babyschale ist ab Geburt und kann bis ungefähr 75 cm, also sie ist bis 75 cm und 0 bis 13 Kilo zugelassen. Wie lang genau ein Kind reinpasst, kommt ja immer auf die Proportionen an. Der Easy Modular ist von 61 bis 105 cm und maximal 18 Kilo. Das heißt, man hat so eine Übergangsphase, wo man gucken kann, was am besten passt und wie das Kind auch schon so drauf ist von der Entwicklung her. So. Das ist die Easy Modular iSize Base, wie sie dann bei euch ankommt. Man sieht jetzt hier den Stützfuß, den man rausklappen kann. Hier vorne sind die ISOFIX-Konnektoren, für die es wie bei BeSafe üblich auch solche Einführhilfen gibt, die hier unten fest sind, sodass man sie nicht verliert. Wenn man sie braucht, kann man sie einfach rausnehmen. Hier die beiden Zulassungsaufkleber für die Basis mit Babyschale und dann auch mit dem Modular-Vollbesitz. Die Basis kann nur mit ISOFIX installiert werden. Es gibt bei der Basis keine Möglichkeit, ein Autogurt zu benutzen. Ich habe immer hinten den Stützfuß und vorne die beiden ISOFIX-Konnektoren. Wenn ich sie jetzt einbauen will, habe ich hier die beiden Knöpfe, diese beiden grauen. Wenn ich drauf drücke, kommen vorne die Konnektoren raus. Das Besondere ist, dass die Basis, wenn man sie mit dem Vollgesitz benutzt, variable Beinfreiheit hat. Wenn man mehr Beinfreiheit für das Kind möchte, verbraucht der Sitz mehr Platz im Auto. Wenn man nicht so viel Platz hat, dann kann man die Beinfreiheit einschränken. Und das funktioniert hier vorne über dieses ausziehbare Teil. Bei der Babyschale bleibt es erstmal ganz drin. Beim Easy Modular selber kann man es dann rausziehen. Da gibt es auch verschiedene Stufen. Die Babyschale selber steht relativ hoch auf der Basis, deswegen braucht sie keinen Überrollbügel. Der Easy Modular kommt dann mit dem Überrollbügel, der hier an der Basis installiert wird. Also Babyschale erstmal ohne und Babyschale immer mit geringster Beinfreiheit. Seht ihr gleich beim Einbau nochmal richtig. Und der Easy Modular dann eben mit dem Überrollbügel und variabler Beinfreiheit. So, wenn ich das jetzt einbauen will, ich habe jetzt die grauen Knöpfe gedrückt, die Konnektoren sind rausgekommen, dann kann ich die hier vorne andocken. Damit ihr das jetzt mal seht, wenn ich jetzt hier drücke, rastet das erstmal kürzer, weil ich ja später das hier vorne fest anlegen will. Damit das nicht passiert, ich löse das jetzt nochmal, dass wir nochmal am Ausgangspunkt sind, gibt es hier diese zwei schwarzen Knöpfe. Wenn ich da drauf drücke, dann fixiere ich die ISOFIX-Konnektoren. Ich kann also feste drücken, denn manchmal ist das Polster ja relativ fest zusammen. Und dann ist das hier alles fest. So, dann rutschen die Konnektoren nicht rein und ich kann auch ein bisschen fester drücken. Danach muss das ganz fester anliegen. Jetzt wollen wir hier in diesem Video erstmal den Easy Modular besprechen. Deswegen Überrollbügel dran. Das ist dieser hier. Der wird einfach hier angeklickt. Und ist dann fest. Jetzt kann ich sagen, okay, ich habe nicht so unheimlich viel Platz im Auto. Ich schiebe den so schon ran. Oder ich möchte gerne mehr Platz haben. Dann mache ich es nochmal raus. Mache mir hier unten das länger. Und schiebe ihn dann ran. Das muss man immer mit ausreichend Kraft machen, damit es hier wirklich anliegt. Und der Sitz dann im Auto gut fixiert ist. Jetzt sehe ich hier die beiden grünen Punkte. Das heißt, ISOFIX ist fest. Ich habe aber noch den Stützfuß. Wenn ich dieses gelbe Teil abmache, das werdet ihr jetzt auf dem Video aber nicht hören, fängt er an zu piepsen. Wenn er fester aufsteht, hört das Piepsen auf. Auch hier habe ich wieder farbliche Indikatoren. Ich mache das also ab, stelle den Stützfuß fester auf und es wird hier grün.
Jetzt ist die Basis erstmal fest. Wenn ich irgendwelche Fragen dazu habe, kann ich immer hier nachgucken. Hier drin ist die Fahrzeugliste und auch die Bedienungsanleitung. Die Kurzanleitung ist auch immer drauf, kann man alles nochmal nachschauen. Dann habe ich den Easy Modular. Das ist ein extra Seitenaufprallschutz, den legen wir mal kurz zur Seite, zeige ich euch gleich. Das ist jetzt also der Sitz. Der wird einfach nur aufgestellt und klickt dann ein. Aufsetzen und abnehmen geht immer nur in der aufrechtesten Position. Hier sind zwei gelbe Pfeile, die müssen übereinander zeigen, wenn man den Sitz aufklicken will. Jetzt ist er an sich sicher befestigt. Ich kann ihn aber noch in der Ruheposition stellen. Dabei verbraucht er nicht mehr oder weniger Platz, weil er sich auf der Basis bewegt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Ruheposition vom Easy Modular ist wirklich relativ ausgeprägt, sodass auch wenn der Fahrzeugsitz steiler ist, bei Modular in den meisten Autos noch eine ganz gute Ruheposition erreicht werden kann. Jetzt zeige ich euch den Sitz nochmal von vorne mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man so hat, der Anpassung an das Kind und mit den Besonderheiten. Hier hinten kann ich ihn wieder lösen. Auch hier sieht man, hier ist jetzt rot. Ich zeige euch noch einmal aufsetzen, aufklicken. Sieht man auf dem Video jetzt nicht so unheimlich gut. Und dann wird das hier hinten alles grün. Ne? Das ist also der Sitz selber. Hier, wenn ich hier reingreife, kann ich den Knopf drücken und kann die Gurte länger machen. Wichtig ist dabei immer, ich ziehe nicht an den Schulterpolstern, weil die sind fixiert, sondern ich ziehe an den Gurten, wenn ich die länger machen will. Die Gurte rutschen durch die Schulterpolster durch. Und die kann ich hier langziehen. Der hat einen 5-Punkt-Gurt, so wie man das von Sitzen in der Gruppe zum großen Teil kennt. Wird hier ganz einfach mit einem zentralen Schalter am Gurtschloss geöffnet. Eine sehr schöne Sache ist, dass er auch diese Magnete hat. Das heißt, ich kann, wenn ich das Kind reinsetzen will, die Gurte einfach zur Seite machen. Und der ganze Sitz ist leicht zugänglich. Das Schloss ist stabilisiert, sodass das auch nicht irgendwo unter dem Po vom Kind verschwindet. Hier sieht man den Sitzverkleinerer. Laut Hersteller ist der zu verwenden bis 2 Jahre. Kann man einfach rein und raus machen. Ist ein bisschen festeres Material, sodass man am Anfang den Sitz eben für das Kind ein bisschen kleiner machen kann. Hier oben ist der zweite Teil vom Sitzverkleinerer, der ist an den Gurten befestigt, sodass der nicht die ganze Zeit rumrutscht, sondern gut im Sitz befestigt ist. Dann kann ich natürlich die Höhe von der Kopfstütze verstellen. Das funktioniert ganz einfach mit einem Griff hier hinten. Das heißt, ich greife hier rein, ziehe den Griff hoch und kann die Kopfstütze dann relativ groß machen. Wenn ich das jetzt rausnehme, dann sehe ich, dass die Rückenlänge schon ordentlich ist. Das heißt, bis 105 cm, was die Zulassungsgrenze ist, kann der Sitz auf jeden Fall verwendet werden. Er wird vielen Kindern länger passen, aber im Moment eben zugelassen bis 105 cm, weil die Eye-Size-Norm das so festschreibt, maximal 105 cm in der Gruppe. Wichtig als Obergrenze auch maximal 18 Kilo. Das hat was mit dem Gesamtgewicht des Sitzes zu tun. Der Easy Modular kann rückwärts und vorwärts verwendet werden. Ihr wisst, wir empfehlen immer rückwärts bis mindestens 3 Jahre, darüber hinaus so lange wie es geht weiter. Was die Eltern machen, ist natürlich ihre Entscheidung. Hier neben sind auch mal Indikatoren angebracht, ab welcher Größe man den Sitz auch vorwärts verwenden darf. Das heißt auf jeden Fall, mindestens 15 Monate, sagt die Eisersnorm, muss ein Kind rückwärts fahren. Mal den Sitz noch mal ein bisschen kleiner. Und dann habe ich wieder den ganzen Sitz. Bevor ich den Sitz jetzt im Auto benutze, ich habe also mein Base installiert. Ich habe den Sitz drauf. Ich sehe grün, alles gut. Gibt es noch diesen Seitenaufprallschutz? Der Seitenaufprallschutz ist einmal dabei. Hier ist eine kurze Installationsanleitung. Denn ich brauche ihn ja nicht auf beiden Seiten, sondern ich brauche ihn nur in der Außenseite, dort wo dann die Autotür ist. Der Sinn ist immer, dass der Weg zwischen Kindersitz und Autotür verkürzt wird und der Sitz dementsprechend
zur Autotür weniger Reaktionsraum hat. Die Sitze bewegen sich immer ein bisschen, sieht man auch hier. Der Sitz hat auch ein bisschen Bewegungsspielraum auf der Basis. Das Kind soll ja auch nicht absolut fixiert sein, sondern soll auch zum Energieabbau sich mitbewegen können, aber eben immer in einem bestimmten Rahmen. Je nachdem, welche Seite ich habe, auf dieser Seite muss ich so rumnehmen, dass die Biegung sich hier immer anpasst. Auf der anderen Seite nehme ich es andersrum. Kann ich das mit diesen Haken hier einfach so einfädeln. Und dann ist das fest, geht ganz schnell und einfach. Kann ich auch ganz schnell und einfach dann abnehmen. Und wenn ich den jetzt auf der anderen Seite einbaue, mache ich es dann hier fest. Ihr seht vielleicht jetzt auf dem Video auch, das kann man auf den Fotos dann im Shop aber noch mal besser sehen, dass das ein sehr, also ein bisschen wie gewebter Stoff ist, relativ atmungsaktiv, gibt es in verschiedenen Farben, ist eine sehr hochwertige Qualität. Könnt ihr euch einfach die Fotos anschauen, welche Farbe da am besten gefällt. Es gibt die Melange-Reihe, das sind die etwas teureren, das sind die aus diesem Stoff, und es gibt die Black Cap-Reihe, also das ist einfach nur dann schwarz. Mit dem bekannten Black Cap-Bezug, ein ganz typischer Kindersitzbezug, auch hochwertig, alles leicht abwischbar, kann man alles abziehen und kann man auch waschen, also sehr pflegeleicht. Wenn ihr noch Fragen habt zum Easy Modular, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info@zwergperten.de oder ihr könnt uns auf unserer Hotline erreichen. Die Nummer findet ihr auf www.zwergpertenshop.de. Die Adressen von allen unseren Partnern vor Ort findet ihr auf www.zwergperten.de. Und natürlich könnt ihr im Shop auch nochmal alles nachlesen, was ich jetzt hier erzählt habe, und die Bilder anschauen. Bis bald, tschüss!